Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Installations-Tutorial auf dem Kanal Genosse LP. Ja, dir werde ich jetzt heute zeigen, wie du die Mod Optifine installieren kannst. Diese Mod fügt da hinzu, dass du mit mehr FPS spielst und mit höherer Grafik spielen kannst. Und zur Installation kommen wir jetzt. Optifine installieren zu können, musst du erstmal Minecraft verschlossen haben. Das habe ich gerade schon fertig gemacht. Um dann die Mod herunterzuladen, musst du auf diese Seite hier gehen. So, diese Seite hier. Hier wirst du immer auch die neueste Version von Optifine herausfinden. Diese hier steht gerade Minecraft 1.8.3, die neueste Version, die an demselben Tag gerade rausgekommen ist. Also die gerade rausgekommen ist. Du kannst dafür jede beliebigen Version dir herunterladen, falls du irgendein Modpack spielst und dann dir die jeweilige Version herunterlädst. Zum Beispiel das älteste ist, glaube ich, 1.4.7. Da lädst du das hier herunter und das gibt's hier gar nicht mal. Na egal. Das lädst du dann herunter und jetzt lädst du es dann. Das ist, bleibt immer gleich und ich werde es dir jetzt genau zeigen. So. Indem du jetzt auf Download klickst und erstmal wartest, bis diese, ich gehe mal auf diese Seite bleiben, bis auf diese Seite bleiben klicken, machst, dann steht hier oben, bitte warten Sie. Hier würde jetzt Werbung erscheinen oder so bei euch, das kann auch sein, aber ihr müsst jetzt erstmal warten, bis dieses bitte warten Sie weg ist und dann ein Countdown herrscht und dann steht Werbung überspringen. Müssen wir aber ganz schnell draufklicken. Da steht schon 5 Sekunden, es ist schon fertig. Dann klicken wir auf Werbung überspringen. So. Und dann werden wir zur nächsten Seite weitergeleitet, wo uns die Mod herunterladen können, nämlich Download Optifine. Zack. Einmal draufklicken, dann hier auf Behalten klicken und schon ist sie heruntergeladen. Ziehen muss es einfach mal auf den Desktop. Und ja. Mal jetzt erstmal wieder ganz wieder wegmachen. So. Was du jetzt machen musst, ist, du musst schon mal Minecraft öffnen und einmal ein neues Profil erstellen. Nämlich, ich nenne das einfach jetzt mal 1.8.3 und hier musst du dann die Version rausnehmen, die du mit Optifine haben möchtest. Und gehst auf Save Profile und schließt auf Play. Denn damit registrierst du nicht bei Optifine, dass du überhaupt diese Version überhaupt mal geöffnet hast. Denn so kann Optifine überhaupt diese Mod hinzufügen. Wenn du diese Version in Minecraft nicht gestartet hast, dann kann Optifine seine Mod nicht hinzufügen. Es reicht, wenn ihr es einmal so offen gehabt habt und jetzt wieder auf Spiel beenden klickst. Jetzt musst du einmal auf die Java-Datei gehen und sagen öffnen. Dann klickst du mal auf Install und direkt ist es installiert. Dann klingen wir wieder unser Minecraft und schon müsste es eigentlich installiert sein. Damit schon wieder ein neues Profil bekommen. Optifine, nennen wir das mal Optifine 1.3. So. Machen wir nochmal ganz schnell meinen RAM hier. So, und dann müssen wir hier nochmal eure Version auswählen. Das ist nämlich 1.8.3. Und dann klicken wir auf Save Profile und drücken auf Play. Dann startet auch direkt mit Optifine euer Minecraft. Und so könnt ihr auch flüssiger Minecraft spielen. Dann seht ihr hier an F3, sehen wir da oben links 1.8.3 Vanilla. Und ja, Optifine installiert ist perfekt. Dann gehen wir auch mal auf Options und Grafikeinstellungen. Dann haben wir hier die ganzen Optionen nochmal von Optifine. Und das war's dann auch schon mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein, ciao!